Thank you.
Einfach mal
überstrecken, dann verliert ihr euer Gleichgewicht, und versucht nicht zu kurz zu schlagen, das ist nicht gut für die Bauchmuskulatur. Einfach mal ganz leicht und locker, Lummer, versuchen aus der Mitte den Bock fallen zu lassen. Okay, jetzt nehmen wir die Fußarbeit an. Ziehe ich die Hüfte etwas zurück. Ja? Hier leicht zurück. Oder aus. Zurück. 1, 2. Stehe wieder auf meinem Hüfte. Da müsst ihr jetzt wirklich mal darauf achten, es ist schwierig am Anfang diese Handposition beizubehalten, weil es ist ungewohnt. Meistens passiert dann der Fehler, dass ich dann so stehe. Dann bin ich aber nicht mehr im Handling. Handling ist diese T-Stehung. Und hier im T bleiben. Okay, nochmal. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Versuch wirklich über die Mitte zu arbeiten. Hey! Hey! Versuchen wir mal so ein bisschen die Position da auszuarbeiten. Genau. Wie die noch länger? Wie? Was heißt die? Ne? Ja, okay. Ja. Da? Rechts raus. Da raus? Ne, rüber dran. Ach so. So. Von der Distanz her? Nicht gut. Viel zu lang. Hm. Für Anfänger vielleicht geeignet, aber kein Kontakt. Ideal. Er muss schon an der Klinge dranbleiben, damit ich nicht noch über Gedanken komme.
anderen. Zwei. Und jetzt kommt, jetzt merkt er nicht so langsam in seinem Eingreifen. Jetzt habe ich. Vorbei. Ihr seht auch, ich bin näher dran. Ja? Ich bin schon in seinem Wirkungskreis eingetreten. Er würde sich hüten, jetzt irgendwie noch weiter zu agieren, vor allem wenn das nicht scharf ist. Ich könnte auch mal Splitter hinwerfen und dann macht er dasselbe. Ich weiß nicht, Splitter hält sich nicht aus. Fahr. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vorbei. Versucht mal, gleich mal zu kommen. Das ist nicht abgeschlossen. Soll ich das nochmal sehen? Erstens, um Handgriff zu arbeiten. Das heißt, Fuß, Knie,
Hüfte, Schulter stehen immer in einer Linie. Ob ich nun mit Waffen arbeite oder ohne. Wenn wir waffenlos arbeiten, stelle ich mich auch so hin, dass ich diese Linie habe. Weil schwer. Zweitens, wenn ich darunter durchgehe, zum Partner, zum Schlagen, ich gehe unter den Bocken durch. Ich gehe durch. Ich bleibe nicht vor dem Bock. Und versuche jetzt zu schlagen. Das funktioniert nicht. Bin ich offen für alles. Bin ich. Ich gehe unter den Bocken durch. Und kann jetzt schlagen. So. Dasselbe. Zur nächsten Schulter. Ich gehe unter den Bocken durch. Die Chance nutzt er. Er tritt einfach mal. Und ab dann hat er wieder eine Rolle. Und einfach mal unter den Bocken durchzugehen. Das ist euer Dach, das schützt euch. Okay, ihr bleibt bei Grund und Fetter. Das ist bei den drei Stunden. Das ist die Basis zum Schluss. Eins, zwei, drei. Was? Hier, knapp. Jetzt hübsch, ich habe die Klinge mitgebracht, die flache Seite. Hätte ich die stehen gelassen, hätte ich hier noch was an der Hand. Brauche ich nicht. Stellt euch vor, die Sache meisten sagen, die hat eine Rüstung an. Und es gab nur ganz wenige Punkte, wo ich da eingreifen konnte. An den Gelenken. Die Gelenke waren frei. Nur da konnte ich stechen, schneiden, brechen. Ja, wo im normalen Panzer, in der Panzerung, hätte ich keine große Chance gehabt. Nur da, wie gesagt, wo die Gelenke beweglich sein müssen. Und das mache ich mir noch hier zu nutzen. Ja, nicht zu weit.
stelle das Schwert auf mein Gelenk. Wie habe ich zugenommen? Der Bauch kann auch noch nicht rumkommen. Ich bin ja mit Mellbogen. Bin ich gesperrt. Habe ich ihn schön gesperrt. Jetzt klopfe ich in seinen Arm, dann nimmst du mit ihm auch nicht mehr. Jetzt habe ich hier einen wunderbaren Hebel. Und wenn es so schief. Okay. Wenn ich es noch gemacht Thank you.
3. Machen wir mal die drei Sachen mit zwei Sachen zueinander. Tief, hoch, in, nah. 1, 2, 3. Gucken wir mal her. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you.
dem Stab wird er sich wahrscheinlich verteidigen wollen. Das heißt für mich als Angreifer, ich muss den Stab blockieren und nicht so versorgen. Weil dann macht er nämlich schnell schon nicht und dann ist es gut. Ja? Also wenn ihr da reingeht, dann müsst ihr schon. Aber bitte nicht so Scheuklappen runter im Gipfel. Nein, natürlich nicht. Das wäre für mich als Verteidiger wieder sehr gut, weil ihr wisst gar nicht, was passiert. Aber wieder spricht der Trainingsgedanken. Weil dann die goldene Regel im Aikido, wie du mir, so ich dir. So, früherer Bundestrainer, hat mich dann egal. Schieße Gleichstellung, kein Problem. Nee! Habe ich ein Problem. Wenn ich, oder nee. Ja, wenn ich so stehe, bin ich zwar flexibel aufgestellt, aber mein Gehirn sagt mir, Moment, was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir hier den Salon und dann gucken wir mal die Seite durch. Aha, er hat einen anderen Weg gemacht. Also ich bin noch nicht so weit, ich muss mir erst die Technik überlegen. Was? Funktioniert nicht. Legt euch fest. Handlung. 50% der Sachen könnt ihr jetzt schon vergessen. Braucht euch nicht mehr drauf konzentrieren. Jetzt habe ich hier schon mal eine Position. Er läuft mit dem Stab. Was muss ich machen? Atem. Notwendigerweise könnte ich meine Hand hier noch parken. Habe ich ein Problem, Hand kaputt. Ist im Training schon ein paar Mal passiert bei einigen Leuten. Darauf verzichten. Deswegen entweder die Hand hinter dem Körper packen oder hochnehmen. Aber nicht in diesem Bereich parken. Hey. Da hat er ein Problem. Er atmet kräftig. Guckt euch mal so ein Judo-Kampf an. Die machen drei Techniken, die üben sie.
2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre lang. Und damit weisen die alle zu mir. Hat aber mit diesem Weggedanken, du, nichts mehr zu tun. Finde ich, ist meine Meinung. Aikido ist da ein bisschen anders. Es geht ja nicht im allerersten Augenblick auch ums Kämpfen, sondern auch um diesen Weg, den ich dann damit zurücklege, sei es in ein Jahr, zwei Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre oder wie auch immer, mein ganzes Leben. Und wenn ich keine Regeln habe, kann ich mir die Techniken so zusammenbauen, wie sie passen, dass sie funktionieren müssen. Und Aikido funktioniert. Deswegen versucht auch nie, auch wenn ihr die Technik kennt, sie zu blockieren. Es kann immer passieren, dass der andere durchzieht und dann funktioniert sie wirklich. Und dann habt ihr den Schaden. Der Partner, der möchte heil nach Hause kommen. Ihr auch. Achtet drauf, der ist wichtig, den braucht ihr. Ohne Partner kann ich gar nicht finden. Ist so. Und wie gesagt, Wettkampfsystem, Judo, Karate, es gibt die Treppchen, der ist der Beste, ja, aber auch nur dieses Jahr. Nächstes Jahr ist vielleicht ein anderer. Und irgendwann kommt die alle zum Aikido, weil sie gemerkt haben, ich kann nicht mehr, es geht kaputt, wie auch immer. Im Aikido haben wir das noch nicht so erlebt. Wir sehen immer nur, die Leute kommen zu uns hinterher vom Taekwondo oder so, weil sie nicht mehr treten, springen und so weiter können. Die suchen was anderes. Aikido ist langsamer, aber effizienter. Es ist ein langer Weg. Und diesen Weg zur Verfolgung, das ist schwierig, da dran zu bleiben. Es gibt immer wieder Momente, die habe ich dann auch, warte, ich mache Couch-Potato heute, ich bleibe auf der Couch, ich habe keinen Bock. Leider bin ich in einer Position, ich muss nach vorne. Er kann zu Hause bleiben und sagen, ich hatte Schule. Kann ich nicht machen. Weil er im Ruf und sagt, ich bleibe, was ist passiert. Nein. Also ich habe da so ein bisschen Druck hinter, aber ich mache es mit Spaß. Sonst würde ich auch nicht die 600 Kilometer auf mich nehmen und einfach mal hier Geld anfangen. Auch wenn der TMZ hat, bei TMS. Okay. Kampfkunst, Kampfsport. Wir haben angewiesen, wir müssen das machen, was effektiv ist. Real, Zusammenhang der Prinzipien. Shionage mit Partner, bewaffnet, Shionage mit Partner ohne. Kein Problem. Ich muss immer dieselben Prinzipien einsetzen. Gleichgewicht brechen durch Position. Durchgehen, abwehren, dritte Position. Schuhen, drehen. Aber ihr seht, es ist immer dasselbe. Ich kann es umsetzen auf andere Systeme, diese Prinzipien. Senke. Durch. Okay, schön auf. Nicht reinschlagen, bitte. Bitte bei Frank probieren. Vertrag das nicht. Einhaken. Bitte halt einhaken.
schaue in den Stuhl an, dann mache ich nicht. Ey, das kann ich nicht machen. Gleichmäßig statisch verteilt. Da ist ein schwacher Punkt, die Hüfte. Diesen schwachen Punkt nehme ich weg. Auf zwei Beinen kann man stehen, auf einem Bein liegen. Das ist jetzt so Spielerei. Das ist nicht, das ist die Ablehnung. Damit auch der Finger, die Fingerwelle auf meiner Füße achtet. Dann spürt man es. Da packe ich mich ein. Und schon muss ich sitzen oder stehen bleiben. Bitte schön. Oh,